Hey. Hey. Na, weißt du Neuigkeiten wegen der Sabotage? Andi war heute Morgen schon weg. Ja, die Versicherung will nicht zahlen. Sie sagt, Andi soll sich das Geld von dem holen, der den Schaden verursacht hat. Wenn das mal so einfach wäre, wie lange soll das denn bitte dauern? Tristan hat sich angeboten, ihm das Geld zu geben. Das ist aber nett. Hast du mal ganz kurz? Ich wollte eigentlich Brötchen holen. Bitte, es dauert nicht lange. Charlie? Glaubst du, Tristan hat das Rohr manipuliert? Glaubst du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber? Ich weiß, dass er Andi eine ziemlich krasse Ansage gemacht hat. Für den Fall, dass er dich nicht in Ruhe lässt. Okay, was war das für eine Ansage? Komm schon raus damit. Oder nein, warte, ich sag's mir nicht. Ich meine, wir haben das doch alles geklärt. Tristan hat gar keinen Grund mehr, irgendwie eifersüchtig zu sein. Außerdem steckt doch auch sein ganzes Geld da in Brandnerbau. Das macht doch alles keinen Sinn. Wahrscheinlich wäre ihm das völlig egal. Bella, das wäre nicht das erste Mal, dass er total überreagiert. Du meinst jetzt den Gestützbrand? Das war eine Ausnahmesituation. Das würde er heute nicht mehr machen. Gibt es denn irgendwelche Hinweise dafür, dass er doch was damit zu tun hat? Er wurde auf der Baustelle gefunden. Danke, ich dachte schon, den bin ich verloren. Nein. Das ist irgendwas ganz anderes. Olli, wir müssen den Täter finden. So, ich geh mal duschen. Hast du doch schon draußen. Du aber auch. Vielleicht sollten wir lieber die nassen Klamotten ausziehen. Ja, sonst erkälten wir uns noch. Frau Woll. Guten Tag. Ich wollte Ihnen und Frau Stiel einen Besuch abstatten. Ja, wir haben Ihren Brief erhalten. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Ganz meinerseits. Ja, meine Lebensgefährtin müsste drin sein. Einer muss ja auf den Kleinen aufpassen. Also hier sieht's gerade ein bisschen. Dafür gibt's bestimmt eine Erklärung. Also normalerweise ist aufgeräumt. Ich gehe mal gucken, wo meine Lebensgefährtin ist. Sie ist bestimmt nur im Bad. Ich gehe ganz kurz. Jessica, wo bist du? Frau vom Jugendamt,